Nein! Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und heute spielen wir etwas ganz Neueres. In Verbindung mit der 24-Stunden-Gaming-Challenge mit Tobi zeige ich euch, oder zeigen wir euch, Panoptic für VR. Und zwar ist das ein quasi Katz-gegen-Maus-Spiel. Einer ist der Riese und der andere ist quasi der Challenger, der versucht, die Ziele zu erreichen. Der Riese muss natürlich ihn aufhalten unter der wahllosen Auswahl von weiteren Challenger. Als NPCler ist es natürlich schwer, ihn da runter auszumachen. Bin mal gespannt, wie es euch gefällt. Los geht's. Guck mal, da ist der Kleine. Also erklären wir nochmal kurz das Spiel. Panoptic. Einer ist ein VR und einer ist diese kleine Figur, die er am PC steuert. Der ist krecksvoll, der Ton, aber ich weiß nicht warum. Ja, die Problemsuche machen wir im Verlauf des Tages, also Hauptsache es funktioniert. Genau, Ziel des Spiels ist, dass ich ihn finde, bevor er die Schalter betätigt. Du musst jetzt hier noch auf dieses Ding laufen. Ach, schön. Und die Schwierigkeit des Spiels ist, dass er sich unter den anderen verstecken kann. So, das ist der kleine Dude, der kleine Tobi. Ich hab dich im Auge. Das ist schon nett. Doch. Ich werde dich kleinen Tobi finden und dann werde ich dir deine Eingeweiden rausquetschen. Das war schon mal ein bisschen strange. Ah! Kabel. Scheiße, Handicap. Kann der eigentlich noch schneller laufen? Nee, gell? Nee, das konnte er nicht. Scheiße, ich hab dich schon aus dem Auge verloren. Also wir können uns hier frei bewegen. Da muss er hin. Und irgendwo läuft er jetzt hier. Und ich muss jetzt herausfinden, wer von den anderen er ist. Ja, ich will mal belügen, wie das mit dem Ton ist, weil das knistert schon arg, an was das liegen könnte. Und gleichzeitig auf das Spiel achten, das wird schwer. Muss ich wahrscheinlich bei der nächsten Pause, muss ich was fixen. Vielleicht habe ich da eine Idee. Oder wir stellen den Sound ganz um. Ich weiß, glaube ich, wie. Oh je. Ja, diese organisatorische Stress. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Ich hab auch keine Ahnung, wo ich bin. Was? Ich könnte jetzt wahllos irgendwelche Opfer töten. Und hoffen, dass er es ist. Das ist richtig schlimm. Ich töte jetzt einfach alle. Irgendwo bist du. Du musst nur komisch laufen. Das Level hat mich, glaube ich, letztes Mal schon mal angekrutzt. Ja? Ja, ich glaube, da habe ich den ewigsten Weg gefunden. Ja, stimmt, aber der ist ja easy. Thank you.
ist der kleine Tobi? Okay, was? Ach so, das bin ich. Es wird dann so weit, wenn ich zu nah an die Wand komme. In dem Spiel geht es echt darum, Leute zu beobachten. Veränderungen wahrzunehmen. Ich glaube, so weit ist er noch gar nicht. Gut, rennen kann man sowieso nicht. Oder versuchen mit Shift. Kannst du springen? Zeig mal. Ah doch, du kannst rennen, doch. Kannst tatsächlich mit Shift. Also zumindest kann Render. Gut. Treppen. Hä, macht dich das nervös? Scheiße. Mach das Eis, ich glaube, das war schon wieder runter. Aber vielleicht ist es, wo ich so komisch fand, wo alles gleich aussieht. Das könnte sein. Okay, da ist der kleine Tobi. Diesmal habe ich dich im Auge. Das stimmt nicht. Lass mich jetzt nicht ablenken von dir. Stellini. Denn ich weiß jetzt, wie ich das Problem mit dem Audio fixe. Ja, ja, ich sehe dich. Läufst du überhaupt? Ach, ups, sorry, ich war die ganze Zeit, bis der Fahrstuhl losfährt. Idiot. Ja, wenn du da in der Ecke lauerst. Ja, okay, das war unfair. Ich musste schon ein bisschen Zeit geben. Wo musst denn du eigentlich hin? Ah, da. Boah, das geht ja. Das ist ja riesig. Das geht ja hier noch. Was? Nein! Wo ist der? Aber ich find's richtig cool, dass man halt so wirklich live sich umsehen kann. Scheiße, keine Ahnung, wo du bist. Wenn wir ganz kurz eine kleine Einstellung machen. So. Läuft's ein bisschen runter. Und Ton? Ton auch. Ah. Was? Kein Geknister. Ah. Das ist echt die Performance.
Jetzt dumm? Ja. Ich finde Regnet weiter. Keine Ahnung. Ja, ich würde dir gerne helfen. Spring doch mal ein bisschen. Ich glaube, ich habe eine Erklärung dafür. Was? Aber trotzdem wechseln wir für das Geknister. Wegen der Leistung, der hat die ganze Zeit versucht, über 45 FPS zu kommen. Aber der hat immer geschwankt, so bei 70, 80. Jetzt habe ich es gefixt auf 45. Jetzt hat er mehr Spielraum und jetzt knistert es auch nicht mehr. Ja, leicht knistern tut es immer noch. Mal gucken, ob wenn ich das Mikrofon tausche, ob das dann besser ist. Bist du der kleine Tobi? Nein. Ja, man muss halt immer noch bedenken, VR ist halt immer noch, oder ist, leistungsaufwendig. Streaming, Aufnahme, zwei unterschiedliche Mikros, zwei unterschiedliche Webcams, also das summiert sich. Da reicht trotzdem keine 3090 aus. Oh Mann, wo ist denn der Tobi? So viel bla bla bla. Ich hab Glück, dass er keine Orientierungssinn hat. Oh nein! Ach nein! Ach so, das war ich. Also ich glaube, spätestens hier werde ich dich finden. Weil hier ist kein Schwein. Und es ist suspekt, wenn da ein einziger hier rumläuft. Also spätestens hier. Da muss aber dahin. Niemals. Auf die Uhr, gell? Ja, was war schon mal gesagt? 40, gell? Sicher? Nee. Nee, 40 haben wir angefangen, so rum. 13, 10 nach. Oh Mann, ey. Ja, von außen betrachtet ist es richtig easy, um zu gucken, wie man zu den gewissen Punkten kommt. Aber ich kann mir gut vorstellen, werde ich ja nachher selber nochmal sehen, wenn man dann in der Ego-Perspektive von den kleinen Minions ist, wie schwierig das ist, die Orientierung zu behalten. Anheben kann man sie nicht, ne? Ah, da dachte ich, wäre der kleine Tobi. Das war mir echt ein bisschen suspekt. Ist das so das? What? Ich habe dich! Ja, scheiße. Da ist der Tobi. Ich gucke mir jetzt nicht die Umgebung an. Und zack, verloren. Keine Ahnung. Also hier haben wir einen Punkt. Dort drin haben wir einen Punkt. Das ist schäbig, ich kann auch da niemals reinschießen. Verstehe ich nicht. Und hier oben haben wir einen Punkt. Drei Punkte zu verteidigen. Ich glaube, da hast du dich letztes Mal verirrt, gell? Möglich, ich finde es dann alle irgendwie ähnlich aus. Ja, ich glaube, ich habe den Weg nicht gefunden zum letzten Punkt. Weil die Treppen irgendwie immer alle gleich sind. Ja.
Alter ist auch echt schwer. Viele Wände, die die Wege verdecken. Da den Überblick zu behalten, ist halt echt schwer. Da hast du eigentlich nur die Chance, wenn er dann zu den Punkten kommt, dann schnell zu reagieren. Vor allem hier. Wirklich dumm ist, dass manche Teile ja erst geöffnet wäre, wenn du was anderes vorher aktiviert hast. Ach so, okay. So kommt mir's vor, also. Ja, das kann sein. Die Tür ist hier zu. Das heißt, das ist der einzige Weg, um hier hinzukommen. Der ist ja für dich schlechtes Spiel, weil ich keine Chance habe, es sei denn, dich hier zufällig zu erwischen. Aber ansonsten habe ich keine Chance, dich davon abzuhalten. Genauso wie da oben. Da bin ich zu klein, um wirklich da adäquat zu treffen, wenn du von hinten. Ich möchte jetzt keine Tipps geben, aber im Endeffekt kannst du es dir schon denken, wo ich treffen kann, wo nicht. Das ist die einzige Möglichkeit oder unter anderem eine Möglichkeit. Ja, genau. Dich jetzt zu treffen, wenn ich aufgepasst hätte. Jetzt ist schon wieder in der Masse untergegangen. Also muss ich. Na, den werde ich wahrscheinlich auch nicht bekommen. Die einzige Chance ist dann hier aufzupassen. Ja, da laufen halt erst welche, wenn ich das andere aktiviert habe. Ja, die Türen gehen erst auf, wenn du das andere erst aktiviert hast. Da geht auch die Tür auf. Das heißt, davor hätte es gar nicht hinkommen können. Ist das vielleicht schon der kleine Tobi? Ja! Habe ich dich! Du bist hinter dieser Säule! Niemals! Du kleiner Schlingel, du! Hab dich genau gesehen! Denn kein NPC würde jetzt da stehen bleiben! Ha, was machst du jetzt, hä? Hä? Oh fuck, was da? Das ist er. Das ist Tobi. Ja, der tut so, als würde er zurücklaufen. Scheiße, jetzt treffe ich ihn auch noch nicht. Oder ist. Scheiße, ist das nicht! Nee. Was? Hu? Warte, da hat dein Hu. Scheiße, ey. Du gehst da viel zu aggressiv ran. Ich muss das nutzen, was mir zur Verfügung gestellt wird. Und das ist Aggression. Psyche rumballerst. Es geht hier um meine Existenz, meine Kinder, meine Vorfahren, mein Blut. Keine Chance. Ich dezimiere deine Rasse. Thank you.
Nee, schaff's nicht. Schaff's nicht! Letztes Mal über die Uhr. Ich bin wirklich mehr unterwegs. Echt? Ja. Gib mir schon gar nicht mehr Mühe, die Ruhbogen zu töten. Aha. Wie kommt's? Nein! Ja, er war's nicht. Wärst du dieser kleine Fünf gewesen, hättest du es gewonnen. Treten Sie zurück, Sie sind zu nah! Von denen hätten Sie von all die Chance gehabt. Unerlaubter Zutritt in den Energiekern. Terminierung ausgeführt. Also bist du schon ein bisschen Freak. Was? Also bist du schon ein bisschen Freak. Manchmal? Oh oh, Fehlschuss, Fehlschuss. Eliminieren. Oh, er ist nicht. Das war ein Arbeiter, der hatte Zugangsberechtigung 4. Oh, keine Zugangsberechtigung, muss zerstören. Bitte weichen Sie aus. Ich meine, bitte. Bitte weichen Sie aus. Nein! Wir! Da bist du dran. Das ist der große Tobi. So, wo muss ich hin? Achso, nicht rennen. Okay, ich muss bedenken. Ich bin hier an der. Alter, wenn ich dich treffe, Wolf, würde ich dich treffen. Ganz durch. Eigentlich müsste man, ich glaube, ich habe am letzten Mal auch gesagt, eigentlich müsste man ein Pulsmesser bei mir anschließen. Das ist wie bei Among Us. Ich hasse es zu lügen, genauso wie ich ihn hasse, es Ruhe zu bewahren. Wenn ich weiß, ich werde beobachtet. Wie soll ich denn eigentlich da hinkommen? Das geht ja gar nicht. Du Drecksack! Ah, das war das, wo ich gemeint habe, da komme ich nicht hin, gell? Keine Ahnung. Ja. Ruhe bewahren, kühlen Klopf bewahren. Ein kühlen Klopf. Ein kühlen Klopf. Vor allem ich darf nicht. Erknistert's eigentlich noch? Nee. Ah, okay, gut. Kühlen Kopf bewahren, vor allem darf ich nicht laut denken, was mein nächstes Vorhaben ist. Und keine ruckartigen Bewegungen, das ist die Hauptsache. Verschwinden, ruhig bleiben. Sich auf Zeit nehmen für seinen Plan. Denn Zeit macht panisch. Je mehr Zeit vergeht, desto panischer wird der Operator, weil er weiß, Zeit der kleine Fünf hat, desto mehr Möglichkeit hat er, sich in der Menge jetzt zu verstecken. Hier sehen wir den kleinen Wilm in seinem natürlichen Umfeld. Dieser kleine Fünf ernährt sich von kleinen Staubkörnern,
Hier, wahllos. Mit kleinen. Nein! Wieso? So nicht, Kerle, so nicht. Bisschen Asgard-like. Was? Sieht aus wie Asgard. Ach so. Ach, da. Deine Brille ist voll scheiße. Echt? Ja. Sorry. Die hängt zur linken, rechten runter. Wo ist bei dir links und rechts? Bei der linken hängt es runter. Hier oder wo? Ja, jetzt. So? Ja, so ist es gerade. Ich weiß nicht, ob es bei dir einen Unterschied gemacht hat. Das sieht ja cool aus hier. Echt? Okay. So, diesmal. Diesmal spricht den Zange mit den Dingsbums entgegen. Den Dingsbums, den Stinkefinger. Okay. Ich muss jetzt mal suchen, wo die Kamera ist. Vor allem nicht da. Ich muss aufhören, also was heißt aufhören? Ich habe ja nur einmal jetzt kurz in deinem Bildschirm gespickelt. Das darf man natürlich nicht. Wo sind hier eigentlich diese Dinger? Ach da. Nur eins? Nur eins, echt? Ich glaube. Außer ich sehe es mal wieder nicht. Vor allem habe ich gemerkt, ich muss aufpassen. Ich darf nicht seitlich laufen. Ja, ach nee. Laufen nicht seitlich. Oh, da kriegst du eine Genickstarre. Vor allem kann man sich aber hier ganz gut verstecken. Ich treff gar nix. Ist es vom Hartal zu mir? Auch hier sehen wir den Kleinen in seiner natürlichen Umgebung, wie er auf der Jagd nach dem großen gelben Kristall ist. Der Operator, der in der Mitte steht, trifft natürlich nichts, denn sein Tag ist nicht so gut gelaufen in der VR-Welt. Der kleine Film hat den Vorteil, dass er sich mühelos in der Umgebung zurechtfindet. Man sagt auch, dass die alten Aborigines diese Taktik als Schmausbäckchen verhalten. Du weißt schon mal, wie man Aborigine schreibt. Aborigine schreibt man Abo und Rigines. Ach, Alex. Vor allem, du weißt ja, dass du mit der linken Maustaste dein Ziel anzeigen kannst, gell? So für kurze Zeit. Nee. Jetzt weißt du es. So, dass du ungefähr weißt, wo du hin musst. Ach so, ja, wenn man, Das habe ich einmal weggeguckt. Weil ich dachte, so jetzt oder nie. Ein Modifikator. Ah, jetzt. Jetzt ist offen. So. Oh, das sieht fancy aus. Welches? Oh ja. Dann machen wir das. 14 Minuten haben wir noch. Das andere sieht auch cool aus. Ja, du kannst den Modifikator einstellen, wie lange du brauchst zum Aufladen zum Beispiel. Ja. Instant! Piu, piu, piu! Ach du Kacke, was ist das? Ach du Kägers. Super, schon verkackt. Wieso? Du kannst da auch nicht durchschießen. Ja, das ist auch gut so. Ja, aber ich kapier's jetzt gerade echt nicht. Hier hat's glaube ich auch nur eins, oder? Ah ne, okay, in dem Stockwerk, verrückt. Ja, das ist ja doof. Hab ich da noch Platz zur Wand? Ja.
Das heißt, ich kann dich quasi nur abfangen, kurz bevor du auf das Ding gehst. Ich hab keine Ahnung. Was denn? Nix. Ich hab halt an was Tolles gedacht, deswegen. Ja, genau. Du spast! Oh, ich wollte eigentlich warten, bis du schießt, wenn er dann. Oh fuck! Oh nein! Oh, Scheiße! Ist ja sparsam mit deinen Schüssen, oder was los? Ja, ich kann ja fast nirgends hinfeuern, Alex, also. Das sah aus wie du. Und der. Und der. Ich werde euch retten, meine Freunde. Aber zuerst muss ich mich konzentrieren. Ach Gott, ganz ohne Schau noch eins. Leck mich am Arsch. Ach komm, Scheiße! Ich bin hängen geblieben wieder, oder? Oh, ey, das Mann. Ist auch schwer, Mann. Komm, das letzte Level noch und dann. Ja. Das ist selber der größte Gönner. Boah, Scheiße, ich sehe schon, dass da Wächter sind. Wo startest du denn überhaupt? Da wahrscheinlich. Die machen doch aber nichts, die Wächter, oder? Doch, die sehen halt, ob ich gefaked bin. Ah, super, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Ganz toll. Ja, super. Ich habe vor allem keine Ahnung, wo du hier jetzt rauskommst. Ach, wo sind denn hier die Dinger? Eins, zwei, Zwei Stück? Ja, glaube ich. Wo denn? Unter dir. Inne oder wo? Unten. Achso, komm. Ja, da kannst du wahrscheinlich nicht reinschauen. Nee. Da musst du dich bücken. Selbst dann kann ich da halt reingucken. Echt? Also, je nachdem, wo du bist. Aber wo ist das andere? Aber kacke, da laufen jetzt voll die Wächter rum. Wo ist das andere? Im zweiten Stock. Ich seh's, danke. Und gegenüber dann halt. Boah, die Wächter kotzen mich an. Das sind quasi wie deine Augen. No, it's just doing it.
Also ich hoffe, da gibt's dann noch irgendwo ein drittes und ich guck die ganze Zeit falsch. Ich hoffe, dass ich den Weg finde. Oh, ich finde den Weg nicht. Musst du nur die Treppe hoch? Ja, muss ja nur die Treppe hoch. Und wenn du nicht rennst, dann kriegst du die nicht weg. Tudum. Ja, das war doch mal was, oder? Ich habe viel geschrien. Tobi war da natürlich immer gelassen. Aber es war schon cool. Irgendwie diese Art von Spiel, was man lokal zu zweit spielen kann. PC und VR ist natürlich immer ein Fez, was ich sehr feiere. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir haben noch einiges von der 24-Stunden-Gaming-Challenge zu zeigen. Und ich hoffe, ihr seid dabei. In diesem Sinne, euer NRFox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.